Gut, Buff, ich habe auch welche. Aber du zuerst. Was ist mit dem Pater? Ach, die Kirche hat nur Geschäfte mit den Grafen gemacht. Aber noch viel interessanter ist die Geschichte mit dem Bruder. Er hatte ein Motiv. Er wollte das Geld. Tja, der eine will Geld, der andere die Liebe. Die Liebe? Das Zimmermädchen, das führte ein unglückliches Verhältnis zum Grafen. Dann sollten wir sie schnell befragen. Und den Bruder, den übernehmen Sie, Buff. Dann treffen wir uns wieder hier. Ah, der Assistent des Kommissars. Wie lange wollen Sie uns hier noch festhalten? Bis wir den entscheidenden Hinweis gefunden haben. Wo waren Sie zur Tatzeit? Ich war im Zimmer und hab gelesen. Wie standen Sie zu Ihrem Bruder? Er war mein Bruder, mehr nicht. Sie haben wohl das ganze Vermögen? Nun, er hatte weder Frauen noch Kinder. Aber was wollen Sie damit sagen? Sie haben ein Motiv. Das ist ja lächerlich. Bei mir suchen Sie an der falschen Stelle. Wo sollten wir denn suchen? Bei Ilse, unserer Köchin. Wieso das? Mein Bruder wollte sie kündigen, weil er öfters mit ihr unzufrieden war. Okay. Das war es erstmal. Aber denkt Sie dran, Sie dürfen nicht das Haus verlassen. Sind Sie Isabella das Zimmermädchen? Ja, Herr Kommissar. Können Sie mir irgendwas über den Tod des Grafen sagen? Nein, kann ich nicht. Mir wurde gesagt, dass Sie und der Graf, naja, ein Verhältnis hatten. Er hat mich geliebt und ich ihn. Ich hörte, er hat die Beziehung beendet. So ein Quatsch. Ich hätte ihn auch nicht umgebracht, falls Sie das andeuten wollten. Er ist ein Bruder, der geldgierige Kerl. Aber lassen Sie mich doch mit Ihren Anschuldigungen in Ruhe. Na endlich, Buff. Was gibt's Neues? Einiges. Der Bruder beschuldigt die Köchin, aber... Na toll. Und das Zimmermädchen beschuldigt den Grafen. Alle haben ein Motiv, nur uns fehlt der entscheidende Hinweis. Vielleicht nicht. Aber das wollte ich Ihnen ja gerade noch sagen, denn ich habe das hier gefunden. Die Tatwaffe. Wo haben Sie die denn gefunden? Im Müll, wo ich meine leere Tabakdose wegwerfen wollte, aber die Spuren darauf sind verwischt. Aber ob das auch der Mörder weiß? Sie meinen? Genau, das ist unsere Chance. Wir stellen den Mörder eine... Genau, Buff. Bestellen Sie alle auf um 8 in den Salon. Wir werden den Fall lösen. Ich möchte wissen, warum wir uns alle hier versammeln sollen, was der Kommissar von uns will. Ich kann es mir schon denken. Er wird Isabella entlarven, verhaften und gut. Was soll das? Du hattest doch auch so ein Motiv, oder Graf Karl? Motiv hin oder her. Er ist tot, der alte Giersack. Und mir tut es auch nicht leid. So sollten Sie überhaupt nicht über Ihren Bruder sprechen. So spricht man überhaupt nicht über Tote. Auch wenn Sie im Leben der Habgier verfallen waren. Schön, dass Sie sich alle eingefunden haben. Ich wollte Ihnen sagen, dass wir die Ermittlungen fast abgeschlossen haben. Buff? Ja, wir haben die Tatwaffe gefunden und den Speicher sichergestellt. Die Spuren darauf werden wir morgen im Labor untersuchen lassen. Dann wissen wir mehr. Solange müssen wir Sie bitten, hier zu bleiben. Denn Fakt ist, wegen des Schnees kam keiner weg und keiner konnte kommen. Das heißt, einer von Ihnen ist der Mörder. Können wir nur hoffen, dass der Plan auch aufgeht. Denken Sie wirklich, dass der Mörder hier auftauchen wird? Ich hoffe, dass er versuchen wird, die Tatwaffe zu stehlen. Psst, ich höre was. Das Spiel ist aus.
Sie hatten recht, Herr Kommissar. Er ist uns auf den Leim gegangen. Und jetzt runter mit der Maske. Und dann ins Gefängnis. Der Pater. Und ich weiß jetzt auch warum. Wegen dem verkauften Grundstück? Genau, es war eigentlich viel mehr wert, weil dort bald eine Eisenbahnstrecke gebaut wird. Und ihr Pater hat sich für den Schaden an der Kirche gerecht. Genau, Buff. Aber ich sag's doch, wir lösen den Fall. Und Buff, notieren Sie sich alles, was wichtig ist. So, und jetzt zu Ihnen, Pater Josef. Und Buff, notieren Sie sich alles, was wichtig sein könnte. Ja. Natürlich musst du die Augen zumachen, ne? So, sonst war's gut. Ja. Nicht lachen. Du musst schneller umfangen. Nee, es ist schon okay so. Aber du lachst. Jetzt hast du es Mist. Toto lacht nicht mehr. Hauptsache ungefähr so, weißt du? Okay. Genau. Gehen wir erstmal in den Salon. Gehen wir erstmal in den Salon. Ganz einfach, sie wollte Gräfin werden, aber er hat nur gelacht und das... Ganz einfach, sie wollte Gräfin werden, aber er hat nur gelacht und das Behältnis... Verhältnis. Na endlich, Buff. Was gibt's Neues? Einiges. Der Bruder beschuldigt die Köchin. Jetzt habe ich wieder meinen Text. Mach, na endlich, Buff. Was gibt's Neues? Ich hörte, er hat die Beziehung beendet. Ich hörte... Kein Problem. Sag mir nur was. Ich hörte, er hat die Beziehung beendet. Das Zimmermädchen entlarven, verhaften und gut. Ich kann es mir schon denken. Er wird Isabella. Ich kann es mir schon denken. Er wird Isabella.